Die Digitalisierung ergreift immer weitere Teile unseres täglichen Lebens. Da kommt natürlich auch der Finanzmarkt nicht umhin und es sieht aktuell so aus, als würde auch dieser Markt eben für tiefgreifenden Umwälzungen stehen. Wie diese im Detail aussehen könnten, genau das wollen wir heute besprechen mit Michael Bloss, Finanzbuchautor und IFD-Direktor. Herr Bloss, die Börsenzeitung hat in ihrer Wochenendausgabe einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Vom Banker zum Roboter. Was genau soll da dargestellt werden? Worum geht es dabei? Vom Banker zum Roboter? Naja, im Prinzip hat die Börsenzeitung mal aufgenommen, wie stark wird sich die Digitalisierung, also sprich die Standardisierung, die Automatisierung, denn in den Finanzsektor hineinwirken. Und hat dann auch einmal geschaut, was passiert denn eigentlich dann mit den Mitarbeitern und mit den Damen und Herren, die da jeden Tag ihre Arbeit verrichten? Was wird dann in Anführungszeichen noch gebraucht? Und wo sind Lösungen da, die vielleicht über diese Industrialisierung im Banking 4.0 dann automatisiert werden. Da muss man allerdings zwei Sachen unterscheiden. Wir sagen zwar immer die Finanzwirtschaft. Die Finanzwirtschaft besteht aus zwei großen Bereichen, dem Banking und der Finance. Das Banking ist das, was die meisten von uns kennen, mit Konten, Karten, Zahlungsverkehr und allem, was dazugehört. Das Finance ist das, sagen wir mal, sehr defizite Geschäft, das dahinter steckt. Das ist der Wertpapierhandel, das ist M&A, das ist IPO, Dealisting. Also das ganze Thema, was wir langläufig oftmals als Investmentbanking bezeichnen, das geht allerdings über das hinaus. Also auch Asset Management und alles ist Finance, nicht Banking. Im Banking gibt es sehr, sehr viele standardisierte Prozesse, heute schon. Ja, da kann man aber noch viel, viel mehr standardisieren und da wird es natürlich auch sehr, sehr viel schneller durchgreifen als jetzt im Finance-Bereich. Was man auch merkt ist, dass wir da schon an dem Zyklus auch hinterherlaufen. Wenn wir heute Navigationssystem und Siri und das alles wie selbstverständlich annehmen, sagen wir das im Bankbereich noch nicht und das wird in den nächsten Jahren kommen. Hat der Bankbereich, wenn Sie das eben schon ansprechen, vielleicht einen Trend verschlafen? Naja, so ein bisschen. Er war ja die letzten Jahre ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt. Ich sag mal Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, das ganze Thema, was da drum rumgegangen ist. Also ich würde es nicht sagen verschlafen, aber man hat es, sagen wir mal, auf die lange Bank geschoben, im wahrsten Sinne des Wortes, und ist natürlich jetzt ein bisschen unter Zugzwang und muss jetzt Gas geben. Aber das wird kommen. Das wird aber in allen anderen Industrien genauso gemacht. Also man sollte jetzt nicht glauben, dass ein Technologieunternehmen schon immer arg, arg weit vorne ist, ja. Denn das arbeitet alles auch so ein bisschen Hand in Hand. Und es ist natürlich auch so ein Thema, dass natürlich stark technologielastige Unternehmen, die aus der klassischen Industrie kommen, hier anderes Forschungspotenzial haben als Banken. Die merken jetzt erst, wie stark forschungsintensiv eigentlich die Bank- und Finanzwirtschaft ist. Dann schauen wir uns doch die aktuellen Forschungstrends mal etwas näher an. Lange Zeit galt die Devise Mobile First. Man musste Apps entwickeln, um hier irgendwie am Markt bestehen zu können. Mittlerweile dreht sich sehr viel um künstliche Intelligenz. Erstmal die Frage, was hat es damit genau auf sich? Also künstliche Intelligenz ist nichts Neues. Ja, das gibt es schon ganz, ganz lange. Und das ist so dieser Traum des Menschen, dass er etwas schafft, das wie er selbst denken kann. Da muss man jetzt allerdings gleich mal etwas einbremsen. Es gibt künstliche Intelligenz in zwei großen Feldern. Es gibt einmal schwache künstliche Intelligenz. Das ist das, was wir aktuell auch schon teilweise kennen. Also sprich Chatboxes zum Beispiel, die dann selbstständig antworten und Ähnliches, die allerdings immer regelbasierend sind. Also das Ding denkt nicht selbst, sondern es hat eine Regel oder einen Algorithmus dahinter und spult dann dementsprechend das Programm ab. Und dann gibt es starke künstliche Intelligenz, das ist das, was Hollywood uns ganz gerne vormacht. Ja, das wird, wenn überhaupt, noch ganz, ganz lange dauern. Ich glaube eher nicht, dass das in diese Richtung geht, weil da braucht man doch kognitiv ein bisschen anderes technisches Verständnis. Bei der schwachen künstlichen Intelligenz, da werden wir in den nächsten Jahren sehr, sehr deutlich vorangehen und da gehen wir weit über die Apps hinaus. Ja, also das Thema, man braucht eine App, damit man hip ist, das ist, man könnte ja sagen, ja, schon sehr, sehr oldschool. Ja, es wird über die Sachen hinausgehen, dass man zum Beispiel ganz klare Anforderungen an eine Bank zum Beispiel oder an das Unternehmen stellt und man schreibt eine E-Mail und man bekommt auch eine Antwort zurück, aber die hat kein Mensch mehr geschrieben, sondern die hat einfach ein Algorithmus dementsprechend formuliert und rausgeschickt. Ist das nur einer der Trends, die sich dann eben auch im Bereich Finance und Banking manifestieren werden? Ja, das ist einer der Themen, dass man sagt, okay, man lagert im Prinzip mal einfache Assistenzaufgaben aus. Wie sich das dann in die Tiefe weitergibt, ob der dann auch Wertpapier-Orders-Transaktionen durchführen kann, ob der vielleicht ein Beratungsgespräch dann später führt oder dementsprechend eben die Antworten zuliefert, wenn man schreibt, wie viel kann ich mir denn eigentlich leisten? Und da schreibt dann zurück, lieber Herr Müller, Sie können sich heute 700.000 Euro leisten oder was auch immer. Das muss man sehen, in welche Richtung das rausgeht. Aber das wird der Trend werden. Dass ich einfach schlicht und ergreifend, wenn ich etwas will, nicht immer sicher sein kann, dass da zum Beispiel der Zulex sitzt, der antwortet, sondern vielleicht ist es C3PO.
Wie sehen Sie diese Entwicklung? Naja, das ist natürlich schon ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auf der einen Seite geht es natürlich auch um Human Resources, also sprich um Menschen, die da arbeiten und ihr tägliches Brot damit verdienen. Aber es wird nicht aufhaltbar sein. Wir werden diese Automatisierung sehen. Wir werden aber einen gesamten gesellschaftlichen Schritt damit gehen. Das wird nicht Finance und Banking bleiben. Das wird in jede Gesellschaftsschicht mit hineingetragen werden, in jede Industriezweig mit reingetragen werden. Und wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang uns die Frage stellen müssen, wie kann ich mich noch ernähren mit dem, was ich verdiene. Ja, weil es wahrscheinlich Stellen geben wird, die, sagen wir mal, 15 Stunden in der Woche sind. Ja, und dann wird es Jobsharing geben. Es wird vielleicht auch eine ganz andere Mobilisierung des Arbeitsmarktes geben. Es wird sehr, sehr viel individualisiert arbeiten. Ob es danach aber noch das Gehalt dafür gibt und ob ich mit dem Gehalt dann nachher noch leben kann, das muss man sehen. Das ist aber ein gesellschaftliches Thema. Und das wird auf uns zukommen. Und da werden wir wahrscheinlich keine 25 Jahre brauchen, sondern tendenziell eher 10 bis 15 Jahre. Deswegen müssen wir uns heute Gedanken machen, wie stellt sich die Gesellschaft mit dieser Technologisierung denn in den nächsten Jahren auf, dass diese Technologisierung kommen wird. Da bin ich mir sicher. Abseits aller sozialen Fragen, die Sie eben angerissen haben, wie können denn Anleger beispielsweise von diesem Trend profitieren? Ist das überhaupt möglich? Naja, sehr schwierig. Sie können natürlich in Unternehmen investieren, die sich in diesem Bereich beschäftigen und die da in diesem Bereich forschen und tätig sind. Das kann man machen. Man muss allerdings wissen, das ist halt alles ein Thema. Da kann auch sehr, sehr viel schnell sehr gut gehen und kann auch sehr viel schief gehen. Also da hat man natürlich immer so ein bisschen das Wechselspiel mit drin. Ansonsten würde ich die Augen wirklich sehr, sehr weit offen halten. Ja, es fallen in letzter Zeit immer wieder Begriffe wie Watson. Das ist das System der Firma IBM. Das hat einmal angefangen mit Kasparovs und Deep Blue, mit dem Schachthema, dann hat mit Jeopardy weitergemacht. Mittlerweile ist Watson für die Industrie nutzbar. Und man muss diese Themen sich anschauen. Man muss einfach gucken, was kommt denn da? Was kommt auch von Mitbewerbern? Was kommt aus der Industrie? Welche Anforderungen kommen? Und muss das ins Verhältnis setzen und muss es vor allem auch in Verbindung bringen mit zum Beispiel 3D-Druckern. Ja, die werden die industrielle Revolution noch einmal andersweitig vorantreiben. Man muss schauen, wie wird es in der Gesellschaft aufgenommen? Möchte ich von Chatboxes beantwortet haben? Möchte ich da noch mal jemand sitzen haben? Diese ganzen Themen werden kommen, muss man ganz genau beobachten. Und man darf nicht glauben, nee, das ist alles Science Fiction, das kommt nicht. Es wird kommen. Ob es dann nachher so aussieht, werden wir sehen. Aber es wird kommen. Es wird sich deutlich stärker verändern und es wird uns verändern. Eine Einschätzung von Michael Bloss, Finanzbuchautor und EFD-Direktor. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.